Salvete und willkommen zurück zu Risen 3. Wir stehen kurz vor dem Geisterritual, denn wir sind endlich auf der anderen Seite des Lavaflusses oder Magmaflusses. Wir haben hier so eine komische Hütte letzte Folge gefunden, wo einfach ein paar Leute sind. Echt, das ist einfach krass, dass sie da sind. Fremde? Hier? Überrascht? Ja, ich dachte schon, man hätte uns vergessen. Nee, alles gut. Seien wir mal ehrlich. Niemand interessiert sich für uns Rübenbauern. Kann es ihnen nicht einmal verdenken. Scheint so, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ja. Du bist doch einer dieser Wächter, oder? Ihr lasst euch doch von den Magiern den Hintern pudern. So, und damit war's das. Euch ist nicht zu trauen. Ihr habt doch noch nie Dreck unter den Fingernägeln gehabt. Mein Sohn ist tot. Er hätte Hilfe bei seinem Kampf gebrauchen können. Aber wenn du wirklich etwas unternehmen willst, sprich mit Becker. Ich möchte jetzt weiter um meinen Sohn trauern. Okay, tut mir schon leid für ihn, aber ganz ehrlich... Nein, ein Überlebender? Wenn... Hier? Unmöglich. Hier? Störe ich? Nein, bitte entschuldige. Ich war nur so überrascht. Seit die Brücke über den Lavastrom nicht mehr ist, hätte ich nicht gedacht, in nächster Zeit hier jemanden anzutreffen. Aber sag, hast du Hunger? Nein, danke. Nein, danke. Dass du mir nicht verhungerst. Die Zeiten sind zwar hart, aber eine Mahlzeit am Tag ist wichtig. Das stimmt, wir haben bisher ich noch nichts gegessen. Essen muss man ja. Seitdem auch wir die Heilung können, haben wir jetzt nicht einmal noch dass was wir bald gegessen. Nichts mehr zu essen haben werden. Ich suche einen sehr alten, mächtigen Zauberspruch. Und genau in die weiß, wo der Ruine ist. Dort im Osten liegen noch viele alte Aufzeichnungen. Oh, sie weiß echt, wo das ist. Vielleicht findest du dort, was du suchst. Okay. Gehen euch die Vorräte bald aus? Noch kommen wir über die Runden. Aber wenn diese Kreaturen uns noch einmal angreifen, wird kaum etwas übrig bleiben. Ja, geht immer. Nicht einmal Owen, Grahams Sohn, konnte ihnen etwas entgegensetzen. Owen kennen wir aus Gothic 2 und Graham kennen wir aus Gothic 1 sogar. Beim alten Leuchtturm im Süden. Da müssen wir sowieso hin. Sehr ich schön. Kümmere mich um die Schatten beim Tor. Sehr schön. Bitte sei vorsichtig. Du willst doch nicht so wie Owen enden. Wer weiß, mit welchen Mächten diese Wesen im Bunde stehen. Und verlasse nicht den Pfad im Sumpf. Es ist sehr gefährlich da draußen. So, mal schauen, ob es irgendwelche neuen Feinde hier gibt. So, die wir brauchen auf jeden Fall das Holz. Müssen einiges durchmachen. Deine harte Schale bekommt Risse. Tut sie nicht. Was ist das? 1000 Gegner haben wir schon platt gemacht. Sehr geil. Das hat richtig weh. Ja, wo ist der? Das Skelett. Oha, es gibt sogar die Spiegelung, die übers Wasser fliegt von unserem Feuer, von unserer Flammenfaust. Mega nice. Jawohl, Patty, endlich mal hast du was Gutes gemacht. Was haben wir hier? Nichts. Ja, nee, Moment, wir wollen doch hier das ganze Holz mitnehmen. Da ist es doch, oder? Jawohl. Uraltes Moorholz. Nummer 1. Skelett. Ja, wo läuft er denn hin? Ja. Haben wir's dann bald. Stell dich, du Hund, genau. Das war's dann wohl. So, noch mehr Moorholz. Sehr gut. Die Karte ist auch sehr präzise. Gefällt mir gut. Stopp. Ui. Ja, es ist eine Art Hund, ja, muss man sagen. Ein ziemlich großer und hässlicher Hund, aber es ist ein Hund. Okay, Moorholz. So, 4 von 6, sehr gut. Springen meine Klinge, Dämon. Ja, es sind sogar 2. Super. Ja, geil, der eine läuft, der andere nicht. Jetzt hat er sich in Bewegung gesetzt, auch gut. Nice. Okay. Guck mal, da ist noch so ein hässliches Viech. Ey, das ist krass, was, dass hier so viele von den Gegnern, von den Viechern hier rumlaufen. Achtung! Ja, komm doch einfach her. Genau, danke. Patty, was gibt das denn? Das hat richtig weh. Okay.
Wurzel, Blutwurzel. Nö, stopp. Also erstmal ganz kurz. Wir müssen uns das letzte Moorholz holen. Alter. Und dann müssen wir das Feuer anzünden. Klingt eigentlich gar nicht so schwer, oder? So, hier Moorholz. Sehr gut. So, jetzt müssen wir nur noch. Auch geil. Feuerkugel. Das war knapp. Wie geil einfach ausweichen. Okay, hier haben wir noch mehr Viecher. Wachhund. Okay. Mit dem Feuerregen, wenn es zu viele sind von denen. Knochen. Okay. Okay, was haben wir hier? Digga, komm schon. Okay, da oben. Ist da noch irgendwas? Ne, hier ist auch alles tot. Krass, ist das Owen? Hat der es überlebt? Ich dachte, die sind alle immun. Okay, wir müssen kurz warten. In der Hoffnung, dass es den nicht trifft. Okay, jetzt. Ist Owen? Ne, Namen. Du hier? Nicht schlecht. Hab eigentlich damit gerechnet, dass die Schatten mit dir. Aber doch nicht. Ist das? Sind aber das wir? Die Dinge ja im Griff zu haben. Aus Risen 2? Hast du Schuft dich also verkrochen, statt an meiner Seite zu sein. Krass, wir treffen auf den Namenlosen. Halblang. Ich hab dir doch gesagt, dass ich mal kurz weg muss. Kurz? Das nennst du kurz? Ich mach's wieder gut, versprochen. Aber verschieben wir das auf ein anderes Mal. Krass. Was ist los? Du kennst mich? Kennen ist vielleicht zu viel gesagt. Aber ich kenne deinen Auftrag. Ich habe jetzt schon zweimal die Welt gerettet. Jetzt ist es dein Job. Saugeil. Du hast was? Nicht so wichtig. Ich beobachte dich schon seit einiger Zeit. Und du bist ganz schön herumgekommen. Wer zum Geier bist das du? Das ist eine gute Frage. Sagen wir einfach ein Freund. Sag doch mal deinen Namen. Mir nur eins. Woher kennst du Patty? Sie ist meine Schwester. Ha, natürlich. Jetzt macht das alles Sinn. Ich dachte immer, der alte Stahlbart hat nur Töchter. Nicht ganz. Was ist dein Auftrag? Darüber kann ich noch nicht sprechen. Sagen wir einfach, seit die Titanen hier sind, gibt es immer was zu tun. Du hast gegen Titanen gekämpft? Yep. Ja, sie machen es einem nicht unbedingt leicht. Erdtitan, vor allem nicht, wenn Mara. Man ihn ans Leder will. Dann der hat Kraken? Man besser einen großen Stiefel. Titanlord hat er platt gemacht? Ja. Den Feuertitan aus Risen 1? Klar. Hier brennen doch sicher ein paar Fragen auf den Lippen. Ich bin zwar etwas in Eile, aber schieß los. Okay. Brauchen wir nicht. Ich habe keine Fragen mehr. Gut, dann schlage ich vor, wir saufen uns ein und dann muss ich weiter. Klingt gut. Sehr gut. Ey, nicht, dass das jetzt der Endgegner wird. Hoch die Tassen. So jung kommen wir nicht mehr zusammen, mein Freund. Mann, der kann saufen. Geil. Nice. Okay, stopp. Aber erstmal gehen wir zurück und zünden das Feuer an. Geil, wir haben jetzt den namenlosen Helden aus Risen 1 und 2 getroffen. Richtig, richtig cool. So, Knochenwächter. Ah, das sind die Wächter. Die Wachhunde haben wir platt gemacht. Nice. Schaffen wir das? Geht doch. Der Turm im Schatten. Nice. Okay, so. Das heißt, jetzt eigentlich nur noch das grüne Feuer anzünden. Mit dem Moorholz, das wir gefunden haben. Mit dem Moorholz. Alter, was ist für ein scheiß Wort? Moorholz. Okay, was haben wir hier Schönes? Sehr viel Schnaps, das ist super. Kurbelwelle. Oh, geil. Legendärer Gegenstand. Sollen wir uns mal schlafen legen? Wir legen uns schlafen. Oh, toll, wir sind schon wieder im Schattenreich. Ich hasse es. Wieso? Okay, erstmal ein bisschen Seelenstaub. Gibt's hier Seelenstaub?
Ja. Nee, doch nicht. Wo gehen wir lang? Hier ist nichts. Okay. Hier. Wahrscheinlich kommt hier gleich ein Linkwurm. Na klar. Okay. Nächster Versuch. Wir schlafen und Patty steht die ganze Zeit an unserer Seite und schläft wieder nicht. Sehr gut. Achso, wir müssen die Leiter hoch. Ich wollte schon sagen. Stopp, hier was haben wir vergessen. Ein herrlicher Ausblick. Leuchtfeuer entzünden. Nice. Lichtbringer. Okay, das heißt nur noch da hinten hin in die Ruinen und den Zauberspruch finden. Also nur noch, natürlich. Wird wahrscheinlich gar nicht so einfach wie gedacht, aber da werden jetzt wahrscheinlich ein Haufen Gegner sein. Weil einfach werden sie uns ganz sicher nicht machen. Aber mal schauen. Mal schauen, gegen wie viele wir uns jetzt stellen müssen. Ey, ich bin verblüfft. Wir haben echt den namenlosen Helden aus Risen 1 und 2 getroffen. Richtig, richtig nice. Wär cool, wenn wir uns gegen... Also wir hätten den auch platt machen können. Von daher glaube ich nicht, dass es der Endgegner ist, oder? Wenn man jetzt mal überlegt, wenn wir den platt machen können... Achso, wird wahrscheinlich genauso gewesen sein wie mit Matt. Oder wäre wahrscheinlich genauso gewesen wie mit Matt. Das ist Lava-Golem. Ich dachte schon, das wäre so dieser Seelenfresser, also so ein Feuerseelenfresser, wie so ein, wie heißt das, Schattenläufer-Skelett aus Gothic 2. Ne, Feuerteufel, so heißen die. Da unten, oh, was ist das? Das sah cool aus. Ah, das ist ein Varane. Ich glaube, gegen die haben wir auch schon gekämpft, oder? Aber wo? Auf? Nicht auf Kida, oder? War doch auf Kida? Nee, da wo wir Patty getroffen haben. Wo haben wir Patty getroffen? Patty haben wir doch auch nicht auf Kida getroffen, oder? Oh, ich weiß es nicht. Hoher Fisch? Unnötig? Nee, da haben wir nichts mehr. Da oben vielleicht? Nö. Oh, ich weiß es gar nicht mehr, wo wir Patty getroffen haben. Absolut keine Ahnung. Haben wir nicht bei den anderen Piraten getroffen? Ich glaube, dann war das Kida. Also die Piraten waren ja auf Kida. Also Boos und seine ganze Clique. Boos, Hawkins, wie heißen die anderen alle? Red gab es einen. Hieß der Red? Also R-E-D oder R-A-T? Keine Ahnung. Unnötiger Nebencharakter. 15, 16 und 17. So. Das dürfte jetzt die andere Seite von dem Turm sein, oder? Ja, sieht ganz so aus. Okay, dann einmal Feuerregen zünden. Mal schauen. Wie hier noch so kommen. Ich bin auch gespannt, ob es hier noch einen Schatten dort gibt, beziehungsweise der Eldrick hat ja gesagt, es gibt hier noch einen, obwohl, den haben wir ja schon platt gemacht, den einen Schatten dort. So, das ist jetzt auf die andere Seite. Ja, das bedeutet, hier wird es sein. Hier wird... Oje. Oje. Ich hab's gewusst. Patty! Wo bist du? Ich bräuchte ein bisschen Unterstützung. Was macht die da oben? Nice. Das ist so geil mit dem Flächendamage. So, können wir mal... Dankeschön. Okay, was haben wir hier? Oh, es klappt sehr gut. Und das Herrenhaus. Unnötig. Der Zauberspruch wird wahrscheinlich nicht ins... Oh, eine Hose. Bauplan für Ring des... Ne, bringt auch nichts. Alles klar, nehmen wir alles mit. Der Zauberspruch wird wahrscheinlich wie
alles irgendwo liegen, aber Papageienflug wahrscheinlich, um darüber zu fliegen, gell? Machen wir. Gehst du alleine hin? Ja. Kein Thema. Griff des Krönungsschwerts. Nice. Ansonsten haben wir nichts. Also es wird höchstwahrscheinlich irgendwo liegen. Bewacht natürlich von irgendwelchen heftigen Viechern. Aber wahrscheinlich nicht in... Hier. Aber wahrscheinlich nicht in der Truhe, weil... Also beziehungsweise vielleicht schon in der Truhe, aber nicht in der Truhe, die man verschließen kann. Oder aufschließen muss, weil das wäre natürlich nicht so schön, wenn man da jetzt einfach nur hinkommen würde. Und hätte keinen Dietrich oder hätte einfach nicht genügend Fertigkeiten, also Fingerfertigkeit, um das zu öffnen. Also von daher glaube ich nicht. Rezept. Nächstes Ritual dran. Was haben wir hier? Das sind die Überreste einer sehr alten Schriftrolle. Das war's schon. Wenn das nicht dieser Zauberspruch für das Geisterritual ist. Jetzt schon? Okay, ich hab gedacht, da wären so irgendwelche heftigen Viecher, die das bewachen. Anscheinend nicht. Mistvieh! Also ich habe echt gedacht, das ist jetzt wieder so entweder ein Schattenlord oder keine Ahnung oder irgendwas Krasses wenigstens. Habe ich gedacht, dass die Dings bewacht wird, dass die Schiffrolle bzw. der Zauberspruch, dass der bewacht wird. Nö, wird er nicht. Okay, dann haben wir hier alles gemacht, oder? Warte, lass mal kurz gucken. Kalador, Leuchtfeuer, ich habe das grüne Leuchtfeuer. Drake, jawohl. Das ist unnötig, unnötig. Crew, magische Effizienz, nö, okay. Das Geisterritual, Vorbereitungen, ein starker Spruch, bla 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 bla, okay. Ich meine, das war's jetzt. Okay, ich hab's mir echt ein bisschen schwieriger vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich bin. Nate, der hat nichts zu erzählen, wo ist Drake? Das ist Hendrik, Mason. Porter, das ist Drake, oder? Ja. Bitteschön. Ich habe das grüne Feuer im Leuchtturm angezündet. Sehr gut. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Was möchtest du als Belohnung? Gold. Eine ordentliche Entschädigung. Haben wir nicht. Ich bin noch nicht. Gib mir ein bisschen Gold. Gib mir etwas Gold und wir sind quitt. Alles klar. Hier hast du 200 Goldstücke. Das sollte dich entschädigen. Nehmen Danke wir. Nochmal. Wenn nur ein neuer Dämonenjäger wegen diesem Feuer hierher findet, hat es sich schon gelohnt. Okay. Dann haben wir jetzt eigentlich alles erledigt, oder? Eldrick? Nochmal zum Geisterritual. Ich glaube, ich habe den Zauberspruch für das Geisterritual gefunden. Tatsächlich? Woher hast du ihn? Ich fand ihn in alten Aufzeichnungen eines dunklen Kriegers in den Ruinen im Osten. Ja, das ist der Zauberspruch, wie es in den so alten Schriften Er lag irgendwo auf dem Altar. Ja, das Gute ist der, Arbeit, genau das ist der. Mein Junge. Du wirst okay. Also beim Geisterritual dabei sein. Ja, ich werde da sein. Du kannst dich auf mich verlassen, mein Junge. Okay, die einzige Frage ist jetzt, wo? Echt? Alles ist bereit für das Geisterritual. Auf nach Kila. Ja. Wir sind soweit. Es war ein harter Weg für uns alle. Aber jetzt ist es an der Zeit, dir aus deiner Misere zu helfen. Sehr gut. Ich habe hier zwar noch einige Dinge zu erledigen, aber ich werde mich bald ebenfalls auf den Weg machen. Oh, ich dachte... Gute Reise, mein Junge. Wir sehen uns beim Orakel auf Kila. Toll. Ah ja, du solltest auch mit Kane, dem Krieger auf der Fregatte unten in der Eisenbucht, sprechen. Eisenbucht. Jetzt, da Kalador befreit ist, wird er sich vielleicht dazu bewegen lassen, dich auf See zu unterstützen. Nice. Okay. Können wir da hin irgendwie? Warte mal, zurück zum Schiff. Yep. Haben wir es endlich geschafft, alle Kristallportale zu vernichten? Alle. Wenn wir noch eins übersehen haben, wüsste ich nicht wo. Das hört sich gut an. Sehr gut. Gut, konzentrieren wir uns jetzt ganz auf unsere restlichen Aufgaben. Top. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts mehr zu tun. Dieser wahnsinnige Inquisitionskommandant Sebastiano ist mit seinem Kahn in der Nähe gesichtet worden. Das heißt, wir müssen uns auf eine Seeschlacht mit ihm vorbereiten? Ernsthaft? Sieht ganz so aus.
Das wird ein harter Brocken. Na super. Bereite dich also gut darauf vor. Toll. Okay, aber vorher, vielleicht hilft's ja, wenn wir... Wo ist das Schiff von dem? An Bord? Nee. Warte mal kurz. Der hat doch unterholz gesagt. Hier, mit den Dämonenjäger. Schattenort beginnt der Stärke des Tag. Helik möchte, dass ich mich mit dem Dämonenjäger in Kalb. Okay, das hier. Wo ist der? Ist er hier irgendwo? Hier. Ja, toll. Und wie sollen wir das jetzt machen? Da vorne ist doch das Dämonenjägerschiff. Sollen wir dahin schwimmen? Naja, okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier speichern. Denn jetzt geht es. Wir wollen ja nach Kila. Und wahrscheinlich werden wir uns jetzt mit Sebastiano duellieren. Mal schauen. Ja. Das sieht ganz danach aus. Ich bin gespannt, Bones, wie das ausgehen wird. Na dann, auf geht's. Ich bin mal gespannt, genauso wie mit Captain Morgan, dass die halt ihre komischen Dinger bringen. Ihre. Oh geil, wir haben unsere Waffe sogar dabei. Also die wird sogar in der Zwischensequenz benutzt. Das ist cool. Aber wir sind jetzt viel stärker als wir gegen Captain Morgan gekämpft haben. Tja, easy für peasy. Übernimm du die Kanone! Oh, wir müssen K.O. schießen. Okay. Welche? Die hier? Was müssen wir tun? Ah, hier, Kanone. Alte Steuerung links in Deckung zu gehen. Ah, okay, cool. Oh, schön. Ah, wir müssen mit den Kanonen einfach drauf schießen. Okay, nice. Sehr gut. Wir müssen uns vielleicht mal heilen zwischendurch. Ja, das war eine sehr gute Idee. Und die Kanone, können wir die auch nutzen? Ja, wir können die auch nutzen. So. Ah, wenn wir gut treffen, dann machen wir die mit einem Hit Platz. Okay, nice. Ich glaube, den haben wir nicht getroffen. Oh, schön, schön. Das war nix. Jawohl. So, wer schießt auf uns? Da ist noch welcher. Warte mal. Das ist doch Ziel, Mensch, was soll das denn? Oh, sehr gut. Den will ich platt machen. Tiefer. Haben wir getroffen? Sieht ganz so aus. Okay, einer fehlt noch. Achtung. Jawohl. Da ist noch ein Soldat. Okay, den holen wir uns auch noch. Achtung. Achso, so. Sorry. Yes. Okay, sieht aus, als ob da jetzt noch eine dritte Phase anfangen würde. Jetzt gehen wir rüber. Nice. So, Achtung. Einmal. Los. Alles platt. Das. Oh nein, nein, nicht beenden. Das will ich sehen. Da will ich es sehen. Ja, war klar, dass Sebastiano jetzt kommt. Jetzt wirst du bereuen, dich mit mir angelegt zu haben. Jetzt ist lustig.
unser Feuerregen noch lang genug hält. Ja. Okay. Ey, wir haben jetzt 3 Hits gebraucht für Sebastiano. Da war sogar Captain Morgan deutlich, deutlich schwieriger. Also deutlich schwieriger. Nice, haben wir auch geschafft. Wir sind jetzt auf Kila. Wir haben Sebastiano platt gemacht. Jetzt müssen wir einfach nur noch zum Margolot. Ich bin gespannt. Ich es mir schon dachte, Sebastiano war ein ziemlich harter Brocken. Die Dings, die Seeungeheuer, die waren tausendmal schwerer. Ja, sein Schiff wird unserer Sache sehr helfen. Die Soldaten an Bord des Inquisitionsschiffes zeigen sich jedenfalls einsichtiger als Sebastiano. Sehr schön. Ab jetzt werden sie uns so lange folgen, bis wir den Feind endgültig besiegt haben. Na, hoffentlich. Okay. Okay, wir müssen jetzt also echt nur noch die eine Allianz machen mit den... Hier, mit den Dämonenjäger. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Aber, warte mal, wir nehmen Patty mit. Ich brauche Patty. Hey. Komm mit. Komm mit. Gut. Und wir gehen nach... Hier, gell, ist es das? Zum Orakel. Ich bin jetzt echt gespannt, was mir jetzt passiert. Mir will noch immer nicht in den Kopf, dass ich dich an so einem Ort fast verloren hätte. Wo müssen wir? Ah, jetzt genau, jetzt geht's hier runter. Sehr schön. Wieder in diese ekelhaften Gefilde, ey. Oh, guck mal, da stehen sie. Nice, die sind alle da. Sehr gut. So, wir sind fast soweit, mein Freund. Nun werden wir das Ritual beginnen. Bist du bereit? Aber hallo. Nein. Aber fang schon mal an. Ich habe eh keine andere Wahl. Das wird schon. Vios Gothic 3, Gothic 2. Stell dich in die Mitte. Xardas, Pyrocount, Vatras. Hier genau das gleiche am Altar. Hier auch wieder die drei heftigen Magier. Wir haben uns heute zusammengefunden, um den Geist dieses bemitleidenswerten Geschöpfes... Wieso ist Bones dabei? Ich hatte Patty jetzt dabei. Jetzt mach schon. Gut. Du hast schon zu lange gewartet. Lass uns mit der Zeremonie beginnen. Halt still, mein Freund. Necui mortar delirum ignaro Elagon. Wir rufen dich, Geist. Höre unseren Ruf. Das sind schon ein paar merkwürdige. Ignaro Elagon. Ignaro Elagon. Endlich. Endlich ist es soweit. Nur allzu lange warte ich schon auf diesen Moment. Ich glaube, wir haben es richtig nur verkackt. Durch deine Hilfe konnte ich nun die mächtigsten Zauberer auf einem Haufen erwischen. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Wer zur Hölle bist du? Ja, gute Frage. Mein Name ist Nicolo. Der sieht nicht so gesund aus, ey. Der leuchtet sogar cool. Ich bin der dich begleitet. Und das schon seit langer Zeit. Ich war da an dem Tag, an dem dein Leben entschwand. Ich werde da sein, wenn es sich wieder mit dir vereint. Alter, ist der hässlich. Ganz ehrlich, wenn man den sieht, ist irgendwie Margolot gar nicht mehr so hässlich. Aber es passt mir gerade gar nicht. Was soll das? Ich habe hier gerade etwas Wichtiges zu erledigen. Genau. Ja, richtig. Du hast mir hier einen großen Dienst erwiesen. Toll. Was redest du da? Du hast geschafft, was sonst keiner geschafft hätte. Du hast die größten 3 Zauberer der Südsee an diesen und Ort uns gebracht. Jetzt so musste geil. Ich sie nur noch pflücken. Okay. Wie eine reife Frucht. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Beachtliche Leistung. Wenn man bedenkt, dass du eigentlich nur noch eine leere Hülle bist. Mhm. Willst du mir damit sagen, dass hier war alles nur eine Finte? Alles ist natürlich so gekommen. Hätte ich jetzt auch wie gesagt. Ich es vorausgesehen habe. Aber das Ritual. Alles nur, um mich von meinen Fesseln zu befreien und um mich hierher zu bringen. Eldrick hat. Ich habe die alten Schriften und den Ritualzauber manipuliert. Okay. Ich habe deinen Geist genommen und dich auf deine Mission geschickt. Ich habe einen Spitzel in deine Crew eingeschleust, deswegen der dich ist und die drei hier. Zauberer hierher brachte. Mit ihrer Hilfe werdet ihr alle schon bald Zeugen meiner großen Manifestation sein.
dann werde ich mir holen, was mir gebührt. Damit wirst du nicht durchkommen. Das bin ich doch schon. Niemand wird mich mehr Klingt aufhalten. Nicht so gut. Auch du nicht. Besser für dich, wenn du es möglichst schnell begreifst. Deswegen ist Bones da. Verlorener. Nein! Guck mal hier, da ist er, der Verräter. Alle weg, Margolot weg, Eldrick weg. Oh, Kapitel 4, nice. Ah ne, Margolot ist noch da, sehr gut. Ja, und jetzt? Okay, Kapitel 4 erreicht. Wir machen hier den nächsten Cut. Und nächste Folge stellen wir mal Bones zur Rede und fragen ihn mal, was das Ganze eigentlich soll. Und wir reden mit Margolot. Vielleicht hat sie uns auch noch was zu erzählen. Tja, in diesem Boss. Sinne, ist umgelaufen, bis zum nächsten Mal. Aber hey,